Tag 13 bricht an vom Pokémon TCG Adventskalender. Und ja, ich brauche nicht viel zu sagen, denke ich. Es geht weiter. Wir hatten bisher wirklich nicht viele enttäuschende Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ein oder zwei. Ich habe jetzt alle 13 bisher in Folge aufgenommen. Hey, auf geht's für heute. Auf zu der Sturmröte. Hatte ich bisher noch nichts. Das Pack hier habe ich geschenkt bekommen als Bonus dafür, dass ich so viel eingelöst habe an Codes. Das war echt lustig, als ich 115 Codes versucht habe einzulösen, auch wenn einige halt schon mal benutzt waren. Der Typ leckt an einem Baum. Hier haben wir eine Echse, einen Käfer, einen komischen, eine Ziege, einen Vogel, einen kleinen Dinosaurier, ein hüpfendes Schwein und einen hässlichen Fisch. Die Rare ist ein komisches, fettes Kamel oder so. Nee, Kamerupt ist eigentlich ganz cool, aber... Ja, hier, da war's schon, was ich noch wollte heute. Nacht in Flammen. Ich warte immer noch auf eine richtig krasse Karte. In der letzten Folge hatten wir schon eine echt gute, aber ich warte auf den richtigen Brenner. So eine Secret Rare. Geil, erstmal verschlucken. Ein Carpador. Das kann nur gut werden. Bunkel. Na, Lola Vulpix, yay! Lola Vulpix ist cool. Hier, seht ihr es? Seht ihr es? Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Pikachu. Du bist hässlich ohne Ende. Ein Rizeros. Das Lunastein hat einen richtig coolen Hintergrund. Seemon. Riolu. Und. Die letzte Hoffnung ist dieses Pack wieder nur eine Rare. Mann, was soll denn das? Mount Lanakila. Das Ladybar sieht ganz cool aus. Radbrat, Sepa, Wommel, Pampuli mag ich. Noctu, Grillmark. Und ich gucke nicht hin. 3, 2, 1. Oh Mann! Naja, wir haben den 13. Was kann man da schon erwarten? Ich gucke gerade jetzt übrigens mal, weil mich das gerade interessiert, was ein Datum der 13. Oh, ganz knapp ein Donnerstag. Weil ich nehme das alles hier gerade am 31. Genau, am 31. November nehme ich das hier auf. Sehr gut, ich bin ein Genie. Am 30. November. Ja. Wenn es ein 13. Kann ich nicht einfach ruhig sein, wenn der 13. ein 13. wäre. Das wäre schon krass. Ein Freitag. Nächstes Mal öffnen wir dreimal Ultra Prisma. Das Pack, aus dem ich bereits eine Secret Rare im echten Leben gezogen habe.